Du bist, was du isst. Du isst einen Fisch und du wirst zu einem anderen Fisch. Unser Ziel ist es, den Megalodon zu schnappen. Ob wir das schaffen werden, das wissen wir noch nicht, aber wir finden es gemeinsam heraus. Du bist, was du isst, ist die heutige komische Spielweise, wie wir heute dieses Spiel hier spielen. Es geht nämlich darum, dass wir einen Fisch essen. Und das Interessante dabei ist, dass jeden Fisch, den wir essen, zu dem Fisch werden wir. Und das Ziel der gesamten Geschichte ist es, ein riesiger, großer Hai zu werden, okay? So, wir dürfen auf jeden Fall noch nicht einen zu großen Gegner nehmen, wie zum Beispiel da hinten irgendwo. Diese Fleischstücke sind mir doch noch ein bisschen zu groß. Die können wir noch nicht mal zerkauen. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir... Oder wobei, wenn wir da jetzt vielleicht so ganz... Oh, nee, da ist jetzt ein anderer Fisch dran. Diesen Fisch schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich brauche irgendeinen Fisch, der so ein bisschen größer ist als wir, okay? Weil so einen großen Fisch, den werden wir auf jeden Fall nicht hinbekommen. Wir sind noch ein ganz kleiner Nemo-Fisch. Ja? Oh, was war das? Nein! Jo, angeblich dieses riesige Ding will mich einfach essen. Niemals, niemals. Na, 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 na. Das machen wir nicht. Hier sind überall nur diese Riesenfische. Müssen ein bisschen weiter hochkommen. Oh, da ist eine Garnele. Ich glaube, die Garnele können wir sogar... Diesen Ding, das ist so ein Flieger. Yes! Der ist ein bisschen größer als wir. Deswegen, wir beißen uns einfach mal an ihn dran. Er macht 1,2 Schaden, wir machen 0,5. Das heißt also, wir müssen da einfach nur ein bisschen dranbleiben. Dann kriegen wir den schon hin. Komm, beiß rein, Nemo! Los! Komm, wir schaffen den. Wir müssen ihn nur aufessen, dann werden wir zu ihm. Wir müssen ihn nur aufessen, dann werden wir zu ihm. Komm schon. Komm schon, wir haben den gleich. Wir haben den gleich. Komm, beiß rein, Nemo. Oh mein Gott. Ja. Ich bin es geworden. Yes. Okay. Aber irgendwie ein bisschen größer als gedacht. Okay. Oh yeah. Okidoki. So. Jetzt haben wir tatsächlich den hier aufgegessen und sind zu einem echt riesigen Ding davon geworden, ne? Nicht übel, aber irgendwie auch ein bisschen langsam. Sag mal, sind wir jetzt irgendwie so groß geworden wie ein ganzer Hai? Niemals, oder? Wenn wir jetzt zu so einem Hai hinfliegen. Oh, der will uns angreifen. Wir machen 3,7 Schaden. Er macht uns 5 Schaden. Oh, der beißt ganz schön schnell dran. Ach, komm schon. Ich habe ihn jetzt mal mit Tinte vollgesprüht. Seht ihr das? Ich habe gerade Tinte aktiviert und mit Tinte sorge ich dafür, dass der andere Hai uns nicht sehen kann. Oh, der beißt richtig zu. Okay. Komm schon, beiß da einfach rein, Mann. Wow, wow. Jetzt beißt mich schon zwei an. Ich muss Tinte versprühen. Oh nein. Oh doch, ich bin einfach jetzt auch zu einem Hai geworden. Oh, und da sind jetzt andere gerade gekommen. Oh, die sind aber ganz schön groß. Das sind so riesige Schnappwalhaie oder so. Da gehen wir mal weg. Okay. Aber den Hai haben wir jetzt aufgegessen und sind jetzt schon zu so einem Hammerhai geworden. Der Hammerhai ist noch nicht wirklich riesig, aber das hat sich schon mal jetzt sehr gut ergeben, dass wir jetzt erst dieser komische Schwimmer geworden sind und zusätzlich dazu sind wir jetzt der Hammerhai geworden. Oh, da ist der Megalodon. So, der Megalodon, den schaffen wir auf gar keinen Fall. Wir werden von irgendjemandem verfolgt. Oh ja, oh ja. So ein Hai zum Beispiel. Da können wir einfach mal kurz seitlich hier reinbeißen. Da haben wir ihn hinten, ne? Und denkt dran, wenn ihr den auch vom Mund weggeht und einfach die ganze Zeit reinbeißt, ja? Und da einfach Schaden verursacht, dann merkt ihr, okay, ihr macht einfach Schaden über Schaden über Schaden. Und wenn es hier gut läuft, ne? Und wir hier genug Bisse machen und nicht in seinen Mund dementsprechend kommt. Huh, ist ein richtiger Tanz hier. Der versucht uns seitlich zu beißen. Wenn ihr nicht in die Nähe vom Mund kommt, dann könnt ihr diese Haie auf jeden Fall auch schaffen, auch wenn ihr kleiner seid. Und ihr bemerkt gerade, er kriegt sehr viel Schaden. Er verliert Schuppen und irgendwann hören die auch weniger an, sich so zu wehren. Und dann wisst ihr, dass ihr eigentlich schon kurz davor seid, der Hai zu werden. Und wir müssen auf jeden Fall dieser Hai werden, ne? Hey, da ist ja noch einer daneben. Seht ihr das? Dieser braune? Oh, nö. Wenn der jetzt übrigens auch mit anbeißt, dann haben wir ein großes Problem, weil der wird nämlich sonst zu dem Hai. Der darf jetzt... Oh! Oh nein, bitte sag nicht. Das ist der braune. Nee, geh mal weg. Ich muss den da essen. Wenn er den Hai jetzt aufisst, dann wird er zu dem Hai. Aber wir müssen zu dem Hai werden. Was? Wer ist jetzt zu dem Hai geworden? Nein. Der hat uns jetzt diesen anderen Hai einfach weggegessen. Dann kriegst du jetzt eben das, was du verdient hast. Und wir kämpfen einfach gegen den anderen Hai hier, damit wir... Oh, jetzt findest du das aber nicht mehr so witzig, hä? So, sag mal, warum bin ich jetzt nicht zu diesem Hai geworden? Hey, wir sind nicht zu diesem Hai geworden, warum auch immer. Oh, nö.
Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden. Ein bisschen mehr Experience sammeln, damit wir auf jeden Fall gleich Richtung Megalodon gehen können. Oh, das ist jetzt ganz schön... Oh, wow, ich bin tot. Okay, und beißen jetzt einfach mal seitlich rein und hoffen mal, dass da jetzt irgendwas passiert. Wir machen schon Schaden, 2,5, um genau zu sein. Wir können auch noch mal ein bisschen hier den Blutmodus aktivieren von diesem Hai, denn die Fähigkeit von dem Hai, den wir jetzt gerade haben, haben wir tatsächlich nur einzigartig, weil der kann nämlich Blutspuren riechen. Und ich hoffe mal nur, dass diese Kollegen von dem Typen, den wir jetzt gerade hier angreifen, nicht vorbeikommen, weil sonst kann das hier übrigens eine sehr knappe Geschichte werden. Ich hoffe mal, das wird hier keine knappe Geschichte. Ich hoffe, das wird hier irgendwie gleich klappen. Wir machen so circa, sagen wir mal, 16 Schaden die Sekunde und haben ihn gegessen. Okay, 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 okay. Nicht schlecht. Das bedeutet also, wir haben jetzt eigentlich schon einen, der tatsächlich gegen so einen großen Hai hier gut ankommen kann. Deswegen lass uns das mal kurz hier probieren. Kurz mal seitlich mal ein bisschen reinbeißen. Er macht auch schon seinen Mund auf, aber wir müssen ihn seitlich als erstes erwischen. Oh, ist das schwierig. Und? Komm schon! Okay, warte mal. Versuchen mal runter zu schwimmen, sonst kommen wir da nämlich nicht mehr raus. Der ist nämlich genauso interessiert an uns, wie wir an ihm. Aber wir kommen einfach nicht an ihn ran. Außer da! Okay, jetzt haben wir ihn am Bauch. Und wir machen 35 Schaden pro Biss. Das ist auf jeden Fall gut für den. Das heißt, wir können den auf jeden Fall bekommen. 35 Biss, 35 Schaden pro Biss. Yes! Und wir sind direkt an seinem Bauch dran. Das heißt also, er kommt mit seinem Mund nicht dran. Nice! Okay, so, jetzt sind wir dieser Hai hier geworden. Und mit diesem Hai dürfen wir jetzt, glaube ich, noch mehr Schaden machen. Weil das ist nämlich jetzt schon wie so ein großer weißer Hai. Nur in schwarz. Ich glaube, pro Biss dürfen wir jetzt auf jeden Fall schon mehr Schaden ausführen. Deswegen lasst uns mal auf die Suche nach einem größeren Fisch gehen. Hier oben schwimmt doch irgendwas. Dass hier irgendwo ein großer Fisch schwimmt. Da! Seht ihr diesen Schatten? Okay, okay, okay. Das könnte jetzt interessant werden. Aber wo ist dieser Fisch? Ich sehe nur den Schatten. Oh, da ist er! Der Megalodon! Okay, alles klar. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Der Megalodon, der ist einfach nur hungrig auf das ganze Fleisch da. Dementsprechend müssen wir einfach nur hinter Megalodon her sein. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Der ist einfach verschwunden. Aber den da können wir noch holen. Wo ist denn der Megalodon jetzt hin? Der ist einfach abgehauen. Oh nö. Probieren mal unser Bestes. Und nehmen wir jetzt erstmal hier den Typen hier mit. Der dürfte ja vielleicht auch nochmal ein bisschen Schaden machen, ne? Oh yes. Der ist übrigens auch einer der stärksten dementsprechend. Den können wir also auch mitnehmen. So, der ist jetzt mit Level 7 doch nochmal ein bisschen größer. Denn du bist, was du isst. Okay, und jetzt müssen wir uns eigentlich auf die Sicht machen nach Megalodon. Ich glaube, da hinten ist er. Kann das sein, dass der das ist? Ich glaube, wir können ihn sogar schon fast erkennen. Doch, das ist Megalodon. Wir sind hinten dran am Megalodon. Und wir können ihn nicht beißen. Warum können wir ihn denn nicht beißen? Sind wir Pflanzenfresser? Oh, was ist denn da passiert? Da hat jemand einfach gerade den Megalodon aufgegessen. Aber es gibt doch nur einen Megalodon pro Map. Okay. Ich glaube, es gibt keinen Megalodon mehr zu essen. Ich glaube, die sind jetzt alle weg. Oh Mann, ich wollte ihn doch essen und dann haben diese komischen braunen Dinger den gegessen. Diese braunen Haie, ich kenne die gar nicht, aber die essen den Megalodon einfach so auf. Oh Mann. Okay, gut. Dann sind wir halt eben dieser Fisch. Es gibt keinen zweiten Megalodon auf der Karte. Schade, schade, Schokolade. Aber wir haben ganz oft auf jeden Fall andere Fische gegessen und sind ganz schön groß geworden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ciao.